So. Oh Gott, ich dachte, ich falle jetzt runter. Ich will nicht runterfallen. Okay, das CryDTV. Vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. So. Überrascht mich doch nicht so. Ihr wisst doch, ich kann nicht lesen. Vor allem nicht so schnell. Wir wollten Holz farmen. Was heißt wollen? Wir müssen halt Holz farmen. Ich brauche noch sau viel. Ich denke mal, die drei Riesenfichten hier werden nicht mal ganz reichen. Wird wirklich Zeit, dass wir im Nether wieder über die Decke gehen. Und da Holzbau im großen Stil anfangen. So. Ach Mist. Man sollte sich auch ein bisschen konzentrieren, klar. Denkt man immer gar nicht so, weißt du? Ich meine, es ist ja bloß Minecraft. Warum sollte man sich da konzentrieren? Es ist doch so ein simples Spiel, aber ja, manchmal nicht. Manchmal treibt es mich doch ein bisschen in den Wahnsinn. Und ich hoffe, dass wir da möglichst schnell fertig werden. Ich will unbedingt endlich Schwarzpulver haben. Und das Problem ist danach, wenn das mit dem Schwarzpulver durch ist, müssen wir das noch ein bisschen erweitern. Die Papierfarm soll ja da auch noch mit rein. Das gehört ja irgendwie alles zusammen. Und wir werden da auch noch sehr, sehr viele Höhlen dicht bauen müssen. Wobei ich so ein bisschen die Hoffnung habe, dass ich den einen oder anderen Mitspieler hier überzeugen kann, vielleicht zu helfen. Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Hallo? Los. Dieses blöde Übereckspringen jedes Mal. Ja, dann darfst du mir gerne auf den Deckel geben. Ich hoffe, ich habe es am Schluss wenigstens richtig ausgesprochen. CryDTV, oder? Wenn nicht, kommst du vorbei, haust mal auf den Deckel. Alles cool. Ich bin da nicht so. CryD. Okay, dann lasse ich das TV einfach weg. Aber es stand halt da. Ja, aber Fettbauch Joe, Servus, also Dave. War das jetzt richtig oder falsch? CryDTV. Ich meine, ich weiß, ich kann nicht unbedingt gut lesen, aber die Buchstaben passen zumindest. Oder? Das eine ist doch ein Z, oder? Ich weiß nicht, ich habe in der Grundschule damals nicht so aufgepasst. Ja, klar. Ist aber auch vollkommen okay. Das Ding ist, das wissen die wenigsten, ich kriege einfach extrem gerne auf den Deckel. Das ist so ein kleiner Fetisch von mir. Je doller, desto besser. So, Neshi meinte gerade noch, mit Haste 2, das geht hier schneller beim Holzfällen. Ich merke davon nichts. Das ist genauso schnell wie Blank mit der Axteffizienz 5. Das ist, also es ist okay. Aber dürfte ruhig schneller gehen. Ich bin halt grundsätzlich so ein ungeduldiger Mensch. Ich meine, ich hätte auch Krith sagen können. Das ist alles, wow, hau ab. Liegt ja auch alles im Auge des Betrachters, ne? Hau mal ab. Alter, zünd mich nicht mit meiner eigenen Flamme an.
So, dann erstmal ab ins Bett. Ja, erfahrungsgemäß bin ich mir ziemlich sicher, das Holz reicht immer noch nicht. Nicht mal annähernd. Und der Platz im Inventar, ja, darüber reden wir gar nicht. Ich sollte vielleicht mal den Brustharnisch in die Enderchest packen, den brauchen wir aktuell sowieso nicht. Also generell alles, was ich gerade loswerden kann, sollte ich loswerden. Ich brauche nämlich Platz im Inventar. Jacke brauchen wir gerade auch nicht. Gammelfleisch. Ab in den Keller damit. Das D passt. Perfekt. Siehst du? Ich bin gar nicht so dumm, wie ich bin. Manchmal. Ab in den Müll damit. Das brauche ich auch nicht. Die Raketen. Eisen. So, Eisen. Und vom Prinzip haben wir dann jetzt nur noch Sachen dabei, die wir auch wirklich brauchen, oder? Warte mal, die andere Schalker-Kiste brauchte ich, glaube ich, noch wegen dem Stein, oder? Ist da noch Stein drin? Oder haben wir die auch schon leer gemacht? Ich glaube sogar, die haben wir leer gemacht. Ja. Super. Dann packen wir doch gleich noch ein bisschen Stein rein. Ich sehe da ein Problem. Haben wir im großen Lager noch was? Ich hoffe. Ruhe. Dass sie da immer so einen Geltungsdrang haben. Die ganze Zeit. Niemand will wissen, dass die da sind. Die sollen da ihre Arbeit machen und in Ruhe sterben und das war's. Ja, ist jetzt auch nicht so viel. Ich hoffe, das reicht. Ich habe bloß leider die Befürchtung, dass es nicht reicht. So, den letzten Stack lassen wir wieder da. Nur damit wir wissen, was da reingehört. Weil ich halt auch super vergesslich geworden bin. Jo, geh weg. Die sind gefühlt echt überall. Warte mal. Was ist hier passiert? Die Erde war da eigentlich nicht. So, da sind wir sauber unten angekommen. Wir wollen natürlich gleich das Holz loswerden. Bis wohin waren wir denn? Nee. Nö. Hier. Waren wir hier schon fertig? Natürlich nicht. Dann brauchen wir immer die Werkbank. Nee. Hier. Und schwupps haben wir gleich wieder Platz im Inventar. Perfekt. Wobei unter den Umständen wahrscheinlich eigentlich nicht. So. Und vom Prinzip her sollten wir vielleicht unten die Ausgabe schon mal komplett fertig machen, weil rein theoretisch... Achso, nee. Die Katzen fehlen ja noch. Das Schlimmste von allem.
So. Dann einmal hier rüber. Rein theoretisch würde die Farm ja nämlich so weit schon funktionieren, dass bloß noch Creeper spawnen. Aber die werden nicht weggeschoben, beziehungsweise weggetrieben von den Katzen. Ich verstehe auch nicht, warum die Angst vor Katzen haben. Weißt du, harmloses Tier. Harmloses Tier. Ui. Überhaupt. Und die haben Angst. Das ist in etwa, als hätte man Angst vor einem Küken. Wobei die schon ein bisschen gruselig sind. So. Dann hier durch. Von unten ist das Ganze nämlich auch sehr viel einfacher. Aber die Kohle könnten wir eigentlich mitnehmen. Andererseits bin ich halt auch sehr faul. Also lassen wir sie vielleicht einfach mal da. Immerhin wird man hier unten sowieso nichts mehr sehen. Also wen juckt's? Moment. So. War das schon alles? Ich glaube ja. Jo, dann können wir hier dasselbe noch an der Decke machen. Und davon müssen wir halt noch unheimlich viele Etagen machen. Wir müssen das komplett bis hoch ziehen. Das geht halt holzmäßig wirklich, ja, das wird halt wirklich viel. Schon ein bisschen nervig. War vielleicht auch nicht so schlau, dass ich schon die ganzen Teppiche dahin gelegt habe. Jetzt muss ich die ganze Zeit sneaken. Ich hasse sneaken. So, jetzt aber. Hoffentlich fallen wir nirgendwo runter. Ist ja auch so ein Talent von mir. Runterfallen und sterben. Vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Dankeschön. Ihre. Und da ist Nashi auch schon zurück. Sag mal, wie schnell isst denn du bitte? Eine Portion. Ja, aber du sollst doch nicht schlingen, du sollst auch genießen. Das war auch nicht geschlungen. Weißt du, du weißt ja nicht, wann es wieder was zu essen gibt. Morgen. Das ist traurig. Ich habe spätestens in 2-3 Stunden mal Hunger. Sag mal, du hast nicht zufällig noch Unmengen an Holz übrig? Vorzugsweise Nein. Fichte? Obwohl, ich müsste mal gucken. Ich rede aber wirklich von Unmengen. Also wenn du so eine Doppeltruhe voll hättest, wär nice. Nein. Verdammt. Aber du könntest dann zufälligerweise jetzt dann gleich hier mal erscheinen. Ich bin sofort da. Wenn du da. Dann Zeit hast. Zeit habe ich immer. Ich verblödel hier meine Zeit bloß. Ich habe noch nicht mal angefangen, Katzen zu zähmen. Sollte ich mal machen. Ja. Also nicht nur zu zähmen, ich soll sie auch züchten. Ich brauche davon sehr viele. Wenn du das nächste Mal in der Nähe bist, werde ich schauen, dass ich Zeit habe. Die Frage ist, wann bist du das nächste Mal in der Nähe? Ich meine, meine Tür steht hier immer offen. Das solltest du wissen. Ist halt bloß doof, wenn ich arbeiten muss.
Ich habe es mir nicht ausgesucht. Klär das mit meinem Chef. Ich habe von Anfang an gesagt, habe ich keinen Bock drauf, aber ich muss halt trotzdem jeden Tag kommen. Es ist, wie es ist. Nein. Als hätte ich es nicht gerade eben noch gesagt. Dass Fallen und Sterben so ein Hobby von mir ist. Oft. Freitag habe ich Urlaub. Also wenn du Freitag Bock hast, mach die Kaffeemaschine an. Ach toll, jetzt komme ich da auch nicht runter, weil ich ja gar keine Lüftung mehr habe. Schlecht. Also Bamberg, ja gut, Bamberg bin ich ja sowieso jeden Tag. Wenn du da vorbeikommst, das kriegen wir hin. Schaffe ich es da drüben aufs Gerüst, ohne zu sterben? Uiuiui. Ja gut, bei deinem Homeoffice möchte ich dich nicht stören. Ich möchte natürlich auch nicht, dass du extra fahren musst, wenn du eigentlich frei hast. Das wäre... Nee, sowas mache ich nicht. Sag mal, ich bin doch hochgeflogen. Ich hasse dieses Spiel. Mal kurz Zeit sparen. Also so ein Scheiß, weißt du, da fliegst du hoch und zündest noch die nächste Rakete und stirbst trotzdem. Unangenehm. So, wahrscheinlich, wenn du vor dem Haus stehst. Ja, das kann ein bisschen dauern. Wenn du nicht noch dreimal stirbst. Na, dreimal war eigentlich noch so das Ziel. Alle guten Dinger sind drei? Ja, klar. Habe ich wenigstens alles wieder? Ja, was spielst du noch alles? Ja, eigentlich alles Mögliche. Ich meine... Muss man auf YouTube-Kanal schauen, dann siehst du das. Ja, zum Beispiel. Da sieht man das. Aktuell im Stream haben wir mittwochs wie immer Minecraft. Freitag Skyrim, Samstag aktuell Resident Evil, wobei den Samstag werden wir den Buddy Simulator noch zu Ende spielen und sonst, ach, alles Mögliche. Ich bin da immer offen für alles. Ich bin neugierig. Wo sind meine... Habe ich nur noch 44 Falltüren? Ich habe doch so viel Gold. Phasma hatten wir Halloween. Wir sollten aber eigentlich öfter spielen. Finde ich. Ist schon ganz geil. Das Problem ist... Wir hatten letztens bei einer anderen Streamerin, wo ich mit dabei war, mit bei der bin ich auch ganz oft, Die hatte dann auch Phasma gezockt gehabt an Halloween. Ja gut, Halloween hat gefühlt jeder Phasma gespielt. Ja, gefühlt schon. Alter, was ist denn mit dir? Da war ich dabei gewesen, da war dann eine Mitspielerin, die war Level 500 irgendwas. Was ist denn mit dir? Da schaut man einmal nicht hin. Achso, Ninja-Spawn. Yo. Das Problem ist, bloß Phasma ist halt eigentlich ein Spiel, bloß für YouTube ist es langweilig, sollte man einen Stream spielen und ich wüsste nicht, wann ich das auch noch streamen soll. Hi. Hallo, was zum... Was denn? Das ist nur ein kleines Gebäude für die Beacons. Alter. Was denn? Ich weiß aber auch, wie lange es dauert, sich da reinzustellen, um genug Wither-Schädel zu bekommen. Ach ja, und Profi-Tipp von mir? 3 Wither auf einmal ist eher schlecht. Was? Ja, ich hab's versucht. Ich hab's ja dann in Creative. Was sagst du so? Es sieht auf jeden Fall mega nice aus. Was macht der Knopf hier? Das sind Knöpfe einfach nur. Ich hab dein Haus kaputt gemacht. Lass das bitte mit den Falltüren. Mit den Falltüren geht mir schon René auf den Sack. Ja, okay.
Das ist nicht nur der einzige Knopf, der hier ist. Ja. Ach, sowas liebe ich einfach. Was macht der? Das Haus. Nix. Sinn, Muss man so sinnloser Knopf, machen. sagst du. Was wird hier eigentlich noch mit dem hier? Ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist. Und zünd's an. Ich Das will es jetzt auch nicht war. einfach abreißen, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ob der nochmal drauf kommen will, keine Ahnung. Dann Warte. Kannst du mal. Hallo, hau doch mal ab. ich habe ein Feuerzeug bei mir im Inventar. Jetzt guckt, dass die Gräser aber nicht weiterleiten, irgendwas. Ich glaube, das war bloß mal dafür gedacht, um hier Dorfbewohner zwischenzulagern. Jetzt guck am besten, dass hier nicht irgendwelche Gräser in der Nähe sind, die weiterleiten. Ja, ich versuch's. Oh, schönes Lagerfeuer. Ist aber auch kalt draußen. Ich meine, das ist Holz, was du gerade verbrennst, ne? Was du gebrauchen könntest. Ja, aber das jetzt abzubauen, wäre echt blöd. Aber wir werden bestimmt mal wieder Phasmophobia spielen. Mit Sicherheit. Safe. Vielleicht nicht mehr so exzessiv wie an Halloween, aber schon ein bisschen. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Also sollst dich nicht selbst verbrennen. Ich war auf dem Scheiterhaufen. Ich meine ihn ja, weil ich baue ja noch dann hier irgendwo dann später das Wasserrad, was ich dann da hinten nochmal bohren werde, irgendwo. Ja. Dann werde ich das direkt hier bauen dann, weil das ist direkt das nächste am Wasser halt, ne? Da müsste ich zwar hier ein bisschen das Wasser am Rand ein bisschen weiter wegmachen, damit Ja, das ist ja kein Wasserrad Stress. auch im Wasser ist. Also, das Nun wäre ja mach doch ein sinnlos, wenn Wasserrad das in der Wasser. Erde. Da kannst du Erde mit schaufeln.